Mit seinem Besuch in Moskau haben der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin den Kauf russischer Waffensysteme besiegelt. Die Türkei hat das russische S-400 Luftabwehrsystem im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar bestellt. Deren Auslieferung nach Ankara habe nun Priorität, so der Kreml-Chef. In Washington hingegen sorgt die Entscheidung der Türkei für Unmut. Was die S-400 betrifft, haben wir einen Fahrplan vorgelegt. Diejenigen, die uns sagen, dass wir unsere Pläne aufgeben sollen und Ratschläge geben, kennen uns nicht. Wir haben einen Vertrag geschlossen und jetzt ist dieses Geschäft abgeschlossen. Der Waffendeal ist vor allem den USA ein Dorn im Auge. So warnte US-Vizepräsident Mike Pence, dass die Türkei ihre NATO-Mitgliedschaft und die Beteiligung am US-Tarnkappenjäger F-35 aufs Spiel setze. Ein weiteres Thema, das bei dem Treffen zur Sprache kam, war die Lage in Syrien. Russland unterstützt den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad, die Türkei hingegen die Opposition. Im September hatten sich die beiden Länder in der Region um Idlib auf die Einrichtung einer Pufferzone geeinigt. Die nordwestlich gelegene Region wird von einer Al-Qaida nahestehenden Miliz kontrolliert. Die Vereinbarung ist bislang jedoch nur teilweise umgesetzt worden. Putin erklärte, dass das Problem in Idlib akut sei. Man habe die in Sotschi festgelegten Ziele noch nicht erreicht, doch das sei noch möglich. Wirtschaftlich wollen die beiden Länder zukünftig im Energiebereich enger zusammenarbeiten. So ging es um die Fertigstellung der Gaspipeline Turkish Stream und den Bau des ersten türkischen Atomkraftwerks durch Russland.